Es war jetzt eine DLC. Ja, das habe ich sogar, das habe ich mir im letzten Sale geholt. Welches? Das Wolfpack-Ding. Wolfpack, das mit diesem Buddhist Purippa. Ich glaube, ich habe irgendwie langsam das Gefühl, dass sie die alten Teile von Payday, der Heist-Mission reinfügen. Habe ich nicht dagegen. Warte mal, nur so als Frage, weiter. Muss man als Nahkampfwaffe nicht eigentlich auch gar nichts nehmen? Nur so als Frage, oder ist es auch egal? Nee, warte. Okay. Ja, schauen wir mal gleich, wie das Headset funktioniert. So, komm mal, Alex, klopf drauf. Was habe ich denn dabei? Ammo. Ach, scheiß drauf, ich habe eh ein Bild dabei. Doch, ich hab Schalldämpfer und alles, dann klappt's. Ja. Ich habe nicht mal Shotgun-Skills. Egal. Geschweige denn Pistol-Skills. Ja, ich habe auch keine Shotgun-Skills, ich habe nur die Schalldämpfer-Dinger. Ah, wo ist denn der? Der ist nicht hier. Der ist vielleicht oben. Ja. Oh, komm, wir machen noch Stealth. Alle Pager nehmen. Double Kill. Achievement. Wo ist denn der? Nee. Ich mag den Heist. Der ist irgendwie schon richtig geil. Habt ihr heute Abend Zeit für Overdrill? Ich weiß nicht, dass Leopold Zeit hat. Achso, eigentlich heiße ich Gerrit. Ich habe mich nur wegen dem Geschichtslernen habe ich mich umbenannt, weil ich's witzig fand. Okay. Das ist der Vater des Historismus in Deutschland. Deutschland. Oh Mann. Daneben geschmissen. Hat jemand... Alex, trotzdem Alex nenne ich dich jetzt Leopold. Leopold. Nein, Gerrit, wann hast du heute Abend wieder Zeit? Ich weiß nicht, wie lange ich noch in der Uni bin. Also okay. Die Veranstaltung geht an sich... Wir können ja auch morgen spielen, morgen ist ja auch noch ein Tag. Ja. Okay. Also mir wird tatsächlich sogar dann wieder Mittwoch am besten passen. Dann kann ich mich morgen nochmal vorbereiten. Weil ich darf wieder noch mit ein paar Leuten zum Lernen. Man weiß nicht, wie lange das dauert. Was macht man eigentlich beim organisierten Lernen, wenn man sich da trifft? Weil ich persönlich, wenn ich mal lerne, dann 5 Minuten, dann schreibe ich auch meine guten Noten. Wenn ich mal lerne. Also wir setzen uns dann in der Truppe zusammen, dann gucken wir nochmal so Fragen und so ein bisschen gegenseitig stellen nochmal Fragen, wenn wir was nicht verstanden haben. Mhm. Was in Grammatiktheorie bestimmt ganz toll ist, weil das irgendwie niemand versteht. Also in Geschichte hat's geklappt. Ja, Geschichte ist auch riesig. Geschichte ist halt was man wirklich, wenn man durch eigentlich lernen kann eigentlich, oder? Ja, lernen ist leicht. Im ersten Semester ist es unheimlich philosophisch und das liegt mir einfach nicht. Okay. Immer so als Frage, was für eine Art der willst du eigentlich werden? Grundschule oder? Ich ziehe direkt auf Gymnasium durch. Sehr gut. Weil man will ja auch was verdienen. Auch als Mittelschullehrer verdienst du auch nicht schlecht, meine Mama ist ja Mittelschullehrerin. Aber die Sache bei der Mittelschule ist, es gibt zwei verschiedene Studiengänge hier für Regelschule und Gymnasium. Die machen exakt das Gleiche. Aber wenn du den Abschluss auf Gymnasial hast, darfst du damit die Regelschule unterrichten, aber es ist eben nicht umgekehrt. Ja, macht schon Sinn. Ja, aber du machst genau das Gleiche. Das ist die Sache. Okay. Auch die Reihen fällt, die räumt eigentlich auch noch ganz gut auf. Ja, also das ist auch mein Shotgun für Deathwish. Ich dann noch spielen werde. Ich habe eigentlich zwei Deathwish-Sets, das ist einmal mit der Akimbo halt und einmal mit der halt mit dieser Shotgun, weil ich persönlich finde, dass die saugeil ist eigentlich. Nein! Also ich will nur kurz gesagt haben, ich habe auf dem Set keinen Zweier. Och Mann, jetzt habe ich eine Geisel getötet. Ich auch. Das ist nicht der einzige gerade. Ey, du musst die Geschichte erzählen, Oliver. Welche? Nee. Doch. Das war der Gipfel der drei Geisel. Wir zocken gerade auf Zeldas Workshop. Zeldas Workshop. Und Jan war im Knast. Und ja. Ich hatte im selben Raum auf demselben Spot drei Geiseln. Assault ist in wenigen Sekunden vorüber. Da ist noch ein Gegner. Ich glaube ein Shield, hab keine Muni, wer will die Waffe wechseln? Von meiner Secondary zur Main. Drück aber anstatt 2, 3 und töte mit einer einzigen Granate alle Geiseln.
Oh, das ist. Ich hab was Besseres hinbekommen. Shadow Raid. Damals, als man Shadow Raid noch gut spielen konnte, weil sich das wirklich lukrativ gelohnt hat. Ja. Ich habe davor die ganze Zeit Counter-Strike gespielt. Und dann war ich dabei, den letzten Lootback rauszubringen mit einem Squad. Und wollte dann eben schneller werden und zum Messer wechseln und hab 3 gedrückt, woraufhin ich die Granate geworfen habe und alles verkackt habe. Die saßen da eine halbe Stunde dran, was weiß ich. Und dann. Das ist traurig. Ja, das war aber schon fast wieder irgendwo witzig. Irgendwie schon. Gut, wir können. Ich meine, es ist zu einfach. Oh, okay. Ja. Ach, ich drück ja schon wieder. Ich freue mich ehrlich gesagt schon sogar ein bisschen auf Overdrill. Doch, bei Overdrill mache ich aber auch immer ganz gerne mit. Aber was sagt denn Wolf zu Hoxton, wenn er ihn anschreit? Warte mal. Du bist ja Wolf. Der sagt ja auch Hoxelicious und so ein Scheiß. Nein. Alles von Payday 1. Oh fuck, jetzt habe ich einen Cyberschuss gefressen. Aber die Performance von Payday 2 ist mega schlimm geworden. Also ich wollte 3 Sniper und jeder hat mich geholt. Also einmal angeschossen, jetzt bin ich tot, wow. Ah, ja, zähl ich. Mann. Boah, war ich froh, wo der Hoxton Breakout Release vorne. Ach, da bei der Treppe. Weil mir ist gerade Overkill, wenn du gerade echt ein bisschen ab, muss man sagen. Ja, aber dieser Spot ist ja auch der schlimme. Wo bist du? Hier vorne. Was du da vorne? Diesen Joker Monster. Ein Cloaker-Monster. Ja, Cloaker sind doch sowieso nur witzig. Die kann man doch gar nicht ernst nehmen, die spielen doch nur. Ich meine, guck mal, so wie die immer auf einen eintreten, das kann man nicht ernst nehmen. Der Pausenhof-Frau, die. Ja, Geld, das ist die richtige Mama. Gib mir dein Trinkgeld. Genau. Oh, Mann. Sekunde. Nein, jetzt hat mich der Dozer. Im Rückzug, der Arsch geht. Komm, geh mal. Warte. Ja, durch da. Oh, Leute, ich hab rumgenoopt. Ja, 50 Sekunde. Ich wollte nochmal den Dozer holen. Okay, warte, jetzt muss ich mich sogar einmal heilen, sonst habe ich gleich ein kleines Problem. Naja. Oh, oh. Warte mal. Es kommt. Ja, bin doch schon da. Oh, jetzt wieder der Granatenwerfer. Komm, ich schaff's wieder, mich in die Karte zu backen. Ja, mach mal. Lol, wo kann sich da in die Karte backen? Indem du ganz dicht an den Aufzug gehst, wenn da Einheiten spawnen. Nee, wenn da ein Schild rauskommt, dann backen die dich unter den Aufzug. Oder in den Bus. Kann man Overkill eigentlich auch auf Overkill machen? Nein. Okay. Doch, habe ich. Das habe ich gemacht. Deswegen heißt es doch Overkill. Ja, Overdrill. Wir können es ja mal probieren. Geht jetzt nicht mehr, weil die Kameras sind kaputt. Ach ja. Deswegen heißt es ja auch Overkill und Overdrill. Ich heiße es nicht so, weil sie es von Overkill Jan. Beim ersten übernommen haben. Medic. Ja, aber es funktioniert eigentlich auch auf Overkill. Jan? Ja? Könntest du mir bitte ein Medic droppen? Ich bin grau. So. Ja, kann ich. Nee, warte mal. Nee, warte mal, ich muss hoch, das musst du. Danke. Aber wow, jetzt habe ich volles Leben. Warte, ich lass mich kurz mal anhitten. Hä? Na, ich habe gerade voll Leben, ich kann mich gerade nicht heilen. Komm, ich will's schaffen. Nein, hoch. Nicht hoch. Los, jetzt komm. Heilen. Nein, fast. Okay. Fast. Wir haben unser Jump'n'Run-Profi.
kommt da hoch. Ist das dein Ernst? Ich schaff das nicht mehr. Ja, ich bin oben. Hier, Medkit. Okay. Funktioniert auch bei Payday the Heist. Nein. Du musst voll mit Anlauf gehen. Okay. Boah, ich liebe es einfach, wenn du Schilde von hinten ab mit der Schrotflinte abschießt und sie dann durch das Schild fliegen. So. Okay. Ich liebe es, wenn sie wegfliegen. Deswegen so, warte, also ganz kurz, für das Achievement darf man, also muss man zwar 6 Taschen reinwerfen, aber den Rest muss man dann rumschleppen, richtig? Genau. Okay. Das Gute ist, wir haben dafür den ganz guten Ausgang, weil wir nicht einmal selbst gefordert haben. Ja. Wer passt oben auf? Ups. Ja, jetzt, komm. Na, schade. Uhu, ich hab eine Schlüsselkarte gefunden. Uhu, brauchen wir aber bei Stealth. Ich hab jetzt eine Schlüsselkarte. Ja, oh, da macht das halt Breakdance Moves. Alter, sieht voll stylisch aus. Ich hab keine Ahnung, entweder Houston oder Hoxton, oder? Aber ich schätze mal, Hoxton ist damit gemeint. Mit den gleichen Charaktere. Ja, Mann! Ich werfe es mit Geldtaschen. Ernsthaft? Der Dross hat mich doch um die Ecke weggeholt. Könnte ich. Boah. Shit. Fucking hell. Oh, ja, warte mal, ich helfe dir schnell. Na, okay, hab ihn. Und der letzte. YOLO! Aber ich schätze jetzt schnell so. Ja gut, aber er ist fast tot. Ich hab ihn schon. Na komm. So, da müssen wir jetzt aufpassen, wie viele, dass wir auch gar nicht mehr als 6 wegwerfen. Ich werfe nichts rein. Ja, machen wir die 6 hier. Da bringt jeder 2-mal was. 2. Wie viele Geldtaschen sind das eigentlich insgesamt? 12, ne? Ja. Bei Paydays the Heist war das 4. 3. Ne, 4 waren das. Einen kann ich noch mitnehmen. Ja, aber nicht, ist aber ein zweites Mal gegangen. Passt. 4. Aber bei, da bringe ich jetzt nur das letzte. Jan, du kannst schon mal langsam anfangen, die Taschen nach vorne zu bringen. Ja. Ich glaube, noch schnell den kleinen Scheiß nehmen. Bei mir, der Klocker ist weg. Okay. Ach, alles verdient. Okay, alle drinne. Noch eine Tasche. Die habt ihr. Sehr gut. Guck mal, das war alles. Ja. Mist, scheiße, aber ganz ehrlich, sagen wir, dass ich auf Deathwish machen, geht's doch eigentlich. Bin ich froh, dass wir es nicht auf Deathwish machen. Na, auf Deathwish müssen wir dann 2000 Sekunden überleben. Ja, und dann warten, bis das Soul wieder vorbei ist. Und dann wieder vorgehen. Also das so wäre eine Qual. Werden, ne? Das wäre eine Qual. Dauert nur ein bisschen. Aber deswegen fängt man immer mit den Leichen an. Oh, hier sehen wir wieder so einen No-Scope-Sniper. Der Quickscope. Ja, die sind sauheftig. Hilft ihm jemand? Ja, aber mal, ich mach schon. Ja, ich mach schon. Hier ist ein bisschen was los. Der Sniper muss nach vorne hin stürmen zu den Autos. Ja. Jetzt muss ich ganz schnell irgendwo. Habt ihr? Rein theoretisch würde es sich doch lohnen, eigentlich am zweiten Tag so durchzustelfen, oder? Beim Election Day Job hier für Beyond Reproach, oder? Du kannst dich ja nur bis zu dem Punkt stealthen, wo du die Wand aufsprengen musst. Ja, gut. Wie lange brauchst du denn dann noch? Es bringt nicht viel, du sparst dir einen Vorstoß. Hab schon.
Aber das ist ein anderes. Immerhin. Nicht stell mal vor, du machst dieses Achievement gleichzeitig mit Overdrill. Ach du Scheiße. Oh Gott. Meine Augen. Ja, what has been seen? My eyes. Gib noch mal, werf noch mal. Ein, zwei Bulldozer ab. Abs. Liegt da noch eine Tasche unten. Was ist denn hier los? Oh, rennst auch allein vor. Oh. Ach du Kacke. Was ist da los? Ja, hier ist ein Bulldozer ohne Hände. Was ist denn hier? Ist es hier Kopfsparty oder wie? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm hier rein, komm hier rein. Er hat schon prächtiges Glas. Mich an, hier. Okay, er ist down. Danke. Verpisst euch, hier geht mir alle auf den Sack. Verdammte Verklocker. Surprise, Motherfucker. Scheiße, so geil. Die Klauen sind sowieso bitch, die besten. Get up the way. Get up the way, bitch, get up the way. Was? Was? Keine Ahnung. Bam, bam. Bin nix. Bin ich. Bin ich. Du bist jedenfalls noch hier. Du bist safe. Weißt du? So oh, safe Geld auf dem Tisch. Brauchen wir noch dieses scheiß AU-Ticket? Nee, das braucht jetzt sowieso nur Zeit. Was ist denn der überhaupt, der Tresor? Ja, Alter, sind da gerade viele. Weg hier. Mal hoch! Runter. Ah, guck mal, hier wird er stehen. Oh. Wir würden ja brauchen, nee, für 4 Minuten war ich jetzt ganz sicher nicht. Kann man dann ja auf Deathwish machen. Das Achievement bringt hier einfach kein gar nicht mehr. Okay. Was war dieses Ticket eigentlich? Es ist einfach nur so ein Briefumschlag, dass wenn du es innerhalb des ersten Monats gemacht hast, hättest du ein Safe und Drill bekommen. Okay. Wow. Und jetzt kriegst du einen, wenn du bei Brandstifter die Ziege da... Ja, habe ich auch direkt gemacht am ersten. Habe ich auch direkt gemacht. Ich glaube sogar am ersten Abend, wo das Update draußen war, haben wir es direkt geholt, ich und Jan, oder? Ja. Wir haben so angefangen direkt zu suchen und so zu suchten. Aber so groß und so schön war jetzt das Versteck eigentlich auch nicht. Ja, man hat sich besser vorgestellt, muss man ehrlich sagen. Ich habe mir so gedacht, man muss es wirklich so suchen. Also halt jede Ecke absuchen. Ich dachte ehrlich, das am ersten Tag ist und nicht am zweiten. Ich habe es mir eigentlich ein bisschen schwerer vorgestellt. Ja. Okay, habt ihr. Ja, haben wir dann auch. Ja, easy. Easy Game. Woo! Ja. Oh. Cloaker für ein Original heißt das. Original heißt das. Ja. Nice one. Und dem... So, dann mache ich mich mal bereit zum Aufbruch. Alles. Jo. Viel Glück. Ja, danke schön. Leute, schreibt er ja noch nicht. Ja, aber trotzdem mal viel Glück. Ich brauche alles, um die Vorlesung da durchzustehen. Ist sie so langweilig? Also, ich sag's mal so, es geht um Erziehungswissenschaften. Da vorne stehen Pädagogen, die das unterrichten. Und die die ganze Zeit sagen, ja, es ist wichtig, kreativen Unterricht zu machen und so weiter, aber das so langweilig rüberbringen. Nein, schon wieder. Och nein, ich hab Cash bekommen. Ey, 100.000, das ist voll viel. Braucht man. Boah, Alter, 100.000 mit meinen wie ja, viel? Ja klar, ist ja nicht so als...